Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lumix Experten-Talk. Ich bin Osman Begdeler von Panasonic Deutschland. Neben mir sitzt Sebastian. Sebastian, wir haben ja schon ganz viel über 4K-Videotechnologie gesprochen, aber über mein absolutes Lieblingsthema, darüber sprechen wir jetzt. Und das ist 4K-Foto. Das heißt, wir nutzen unsere ausgeklügelte Videotechnologie, um hinterher das absolut perfekte Foto zu bekommen. Und ich kann mit der GH5, die du ja auch sehr, sehr oft nutzt, 30 Bilder pro Sekunde schießen. Und das sah so lange, bis dein Akku leer ist oder deine Speicherkarte voll ist. Theoretisch also unendlich lang. Und das hört sich doch toll an, oder? Ja, aber wie 30 Bilder die Sekunde? Ich kann ja normalerweise nur 12 Bilder die Sekunde machen in diesem Burst-Modus. Richtig, dann hast du aber auch einen Buffer drin, der dann irgendwann damit auch aufhört. Aber ich kann das wirklich so lange machen, wie ich das möchte. Und wenn ich richtig lustig drauf bin, dann mache ich das sogar mit 60 Bildern pro Sekunde. Und zwar mit allen Fotoattributen, die mir einem Fotografen auch wirklich wichtig sind. 60 Bilder die Sekunde? Ich kann die ISO einstellen, Blende und Verschlusszeit einstellen, also volle Kontrolle. Und das seitenwärtig sogar noch, also wirklich alle Fotoattribute, die einem wirklich wichtig sind. Also das hört sich ziemlich interessant an, gerade im Bereich Sportfotografie, im Motorsport, wenn man den richtigen Moment einfangen will. Ja. Aber ich glaube, das ist auch in der Naturfotografie richtig gut. Also ich glaube, wenn man da den richtigen Moment aufnimmt und mitnehmen kann, ich glaube, das ist eine der größten Befriedigungen, die man mitnehmen kann. Das werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, ich setze noch einen oben drauf. Ich mache die jetzt komplett verwirrt. Und zwar, ich habe noch die Pre-Burst-Technologie. Und das bedeutet, die Kamera nimmt schon auf, bevor du auslöst. Eine Sekunde, bevor du auslöst, hast du das Ding schon im Kasten. Okay, da rattert es. Ja, da rattert es tatsächlich. Also bringen wir quasi die Vergangenheit zurück in die Zukunft. Ja, stell dir vor, deine Sportfotografie, die du mir vorhin auch dann erwähnt hast. Ja. Du bist bei deinem Motocross und du kommst die theoretische eine Sekunde Reaktionszeitverzögerung, das haben wir ja alle irgendwo in der Fahrschule auch mal gelernt, zu spät. Und die kriegst du von unserer Kamera wieder. Das heißt, du kommst zu spät, wie immer, aber du kriegst sie bei uns wieder. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du da ansprichst. Ich habe tatsächlich schon beim Motocross gefilmt. Und da ist das größte Problem nach dem Absprung, den Fahrer genau zum richtigen Moment über dem Obstacle zu haben. Und da kann ich jetzt mit dieser Situation, mit 30 Frames die Sekunde, die Bilder machen, das heißt, es geht mir nie wieder der perfekte Moment flöten. Ist das richtig? Das kann ich so sagen, ja. Und wie gesagt, wenn du lustig bist, auch gerne mit 60 Bildern pro Sekunde. Das klingt sehr spannend. Also ich habe es mir noch nicht wirklich angeguckt. Ich kenne aber die Herausforderung, die da besteht, wenn man den richtigen Moment aufnehmen will. Ich sollte das mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Hinweis. Das machen wir gerne zusammen auch mal. Und ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Gerade in Verbindung mit Kinderfotografie ist das eine tolle, tolle Geschichte. Ja, cool. Super. Nice. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Gerne. Ja, das war es dann schon zu unserem Lumix Experten-Talk über 4K-Fotografie. Und vielen Dank. Panasonic.